Crash of the Titans ist eine Sache. Das ist ein Spiel, das ich schon super lange reviewen wollte, weil ich noch genau weiß, wie enttäuscht ich von dem Game war, als ich es mir damals zu Release mit meinem hart verdienten Taschengeld gekauft habe. Halt, ich habe es durchgespielt und straight wieder verkauft, okay? Aber irgendwann habe ich es mir dann billiger auf der PSP gekauft und das da noch ein bisschen gespielt. Also sagen, das ist ein Kindheitsspiel von mir. Es ist nur keines, was mir sehr gefallen hat. Und das hat mich sehr gewundert, weil ihr alle liebt dieses Kackspiel. Und ich dachte, irgendwas ist mit mir kaputt, weil ich das echt gar nicht feiere so. Aber ich habe das echt lange nicht mehr gespielt. Also wollte ich mir mal wieder eine richtige Meinung zu dem Spiel bilden. Und ihr wolltet das Video wirklich schon seit Jahren. Aber bevor wir anfangen, habe ich einen Sponsor. Woo! Junge, krass, krass, dass wir so weit gekommen sind. Krass, aber ja. Dieses Video wird gesponsert von Retro Place. Das ist eine Website, bei der man Retro-Spiele kaufen und verkaufen kann. Es ist praktisch wie eBay, nur für Videospiele. Und ohne weirde DMs, bei denen man von Leuten nach Fußbildern gefragt wird. Es gibt da drauf auch nicht nur Retro-Zeug, by the way. Aber ich würde mal sagen, es legt einen Fokus auf die Retro-Spiele. Viele Sammler kaufen und verkaufen dort ziemlich coolen Shit. Ich habe zum Beispiel noch vor, ein Video zu den japanischen Crash-Spielen zu machen. Deswegen habe ich mir die japanische Version von CTR gekauft. Und das Teil kam extrem schnell an und der Verkäufer hat auch ein genaues Bild davon reingeschickt und so wusste ich genau, was mich erwartet und das ist so cool. Neben dem Ganzen kann man auch eine eigene Sammlung erstellen und mit anderen Usern auf der Seite teilen. Da kann man sich dann auch untereinander austauschen und hier und da ein paar neue Leute kennenlernen. Aber das Ganze klingt schon ganz cool, aber es war noch nicht alles, denn ich habe einen Affiliate-Link bekommen, den ich jetzt wie Scheiße pluggen kann, okay? Weil ich wirklich an die Seite und an den Personen hinter der Seite glaube. Wir haben damals in München einen Laden gehabt, bei dem ich super viel Shit eingekauft habe. Es war immer, wenn ich in München war, eine Sache, wo ich vorbeigeschaut habe. Deswegen liegt mir das Ganze sehr am Herzen und mich würde es freuen, wenn ihr dort wirklich hingeht und vielleicht mit meinem Affiliate-Link, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, da was kauft. Das würde mich echt freuen. So. Deswegen, wenn ihr mal irgendwie ein Retro-Spiel kaufen wollt, gebt der Seite eine Chance, es lohnt sich wirklich. Das war's so ziemlich. Danke Retro Place für Sponsoren und dass ich diesen Monat essen kann. Das freut mich sehr. Ah ja, und bevor wir jetzt wirklich, wirklich anfangen, ich habe die Kanalmitglieder angemacht. Wenn ihr Kanalmitglied seid, kriegt ihr die Videos ein bisschen früher. Ihr könnt mich supporten und ich lese euren Namen am Ende des Videos vor. Falls ihr also einen Euro habt, wäre es ziemlich sick. Würde mich unterstützen und es wäre einen Schritt näher in Selbstständigkeit. Würde mich echt freuen. Ja gut, aber jetzt reicht's, okay? Jetzt fangen wir mit Crash of the Titans an. Die erste Cutscene, die vor dem Hauptmenü kommt, ist mega cool. Die hat wirklich so einen eigenen Style und erklärt so ein wenig, wie die Titans entstanden sind. Das sind halt random mutierte Tiere. Und ja, ich liebe die Aufmachung. Halt, dass es wie so ein Schattenpuppentheater aufgeführt wird. Das ist so einzigartig und nice und es wird nie wieder benutzt. Der Rest des Spiels ist in-engine und ja, das ist echt schade. Aber ich kann verstehen, warum die nicht alle Cutscenes so gemacht haben, um ehrlich zu sein. Aber dafür ist das Hauptmenü echt schick und allgemein das hat von dem Game. Das behält nämlich den Style bei und das ist fucking nice. Gut, aber das richtige Spiel fängt mit dieser Cutscene an. In der werden mega dumme Witze gerissen. Crash, hilf mir, das Ding in Gang zu setzen. Endlich wird es der Welt gelingen, Butter zu recyceln. Wieso arbeitet Coco an der mechanischen Eute? Okay, aber dann kommt halt Cortex vorbei und snackt sich Coco und Aku Aku. Aber Crash kann Aku Aku noch retten, indem er den Euter nach dem Zeppelin wirft. Ja, das habe ich gerade hier ins Skript geschrieben. Aber das gibt uns wenigstens ein klares Ziel. Wir müssen zu Aku Aku und hier fängt das Spiel erst richtig an. Aber ich denke, wir sollten vorher noch über die Designs reden. Ihr habt Aku Aku gesehen. Der ist einfach fett geworden. Ich meine, bei Ding und alle habe ich es verstanden. Ich habe da sogar ein 8-Minuten-Video gemacht, wo ich komplett gerechtfertigt habe, warum er fett geworden ist. Aber wie kann eine Maske denn fett werden? Halt, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger Sinn macht das. Aber ich muss sagen, und das jetzt ein Hot-Take, der Rest der Redesigns finde ich echt nice. Klar, es war echt dumm, Crash Tattoos zu geben. Das macht keinen Sinn. Und ich kenne keinen Tattoo-Artist, der mitten im Wald Bandicoots Tattoos sticht. Aber Coco und Crunch sehen nicht scheiße aus. Genauso wie Cortex. Ich mag die Schiene, die er fährt. Der einzige, der mir nicht gefällt, ist Ukauka. Aber ich zeig's euch, wenn es soweit ist. Kleiner Spoiler, der sieht null so aus wie in den anderen Spielen. Aber das Spiel fängt eigentlich echt stark an. Unsere erste Mission ist es, Aku Aku aus dem Käfig zu holen, der irgendwo im Wald ist. Und der Weg dahin ist eigentlich echt cool. Ihr müsst wissen, ich hatte die Steuerung echt nicht gut in Erinnerung. Aber für das Spiel geht die vollkommen klar. Crash steuert sich zwar ziemlich schwammig, aber es ist nur ein Vorteil für das Plattforming in dem Game. Denn es macht wirklich Spaß. Bis man kämpfen muss. Das ist langweilig und nervig. Und es ist das Hauptgameplay in dem Spiel. Und ich weiß nicht warum. Aber zu der Zeit, in der das rauskam, war es irgendwie voll im Trend, einem Charakter ein Basic-Moveset zu geben und dann Millionen Gegner drauf zu werfen. Und die beste Sache daran ist noch, dass man die Fights nie skippen konnte. Das hat an der Sache immer am meisten genervt. Aber zu dem genauen Moveset von Crash sage ich später mehr. Erstmal sollten wir Aku Aku aus dem Käfig holen. Und Leute, ich liebe diesen Joke hier. Danke, Crash.
Meine Kräfte konnten nichts gegen sie ausrichten. Diese Kreaturen sind voll böser Magie. Seltsame Dinge liegen in der Luft. Oh? Ja, ja, ich habe keine Füße. Na und los jetzt! Ab hier wird der Shit mit jeder Stunde unlustiger. Aber ich habe eine sehr große Komponente in dem Spiel bisher nicht erwähnt. Und zwar die Titans. Nach der Cutscene kommt zum ersten Mal einer vor. Und zwar der Stachler. Und ich finde die Designs der Titans so fucking cool. Und ich hasse das Gameplay mit denen. Das ist so ein richtiger Duality of Man Shit. Also, da man jetzt Aku Aku hat, kann man mit dem einen Titan patchen. Das ist die Bezeichnung für die Kontrolle des Titans übernehmen. Und das ist ein super lustiger Name, aber okay. Es gibt wirklich nur drei Arten von Titans. Nahkampf, Fernkampf und groß. Einfach groß. Sowas wie der Stachler sind Nahkampf. Der Stecht, der im zweiten Level auch eine mega coole Introduction hat, ist Fernkampf. Und dem Ganzen wurde im Grunde auch wirklich ein ganzes Level gewidmet. Deswegen dachte ich mir auch, dass viel mehr mit der Art von Titan passiert. Aber fuck, wurde nichts mit den Fernkampf-Titans gemacht. Meistens musst du nur Zielscheiben kaputt machen und dann stirbt der Titan bei jeder kleinen Berührung, weil die nichts aushalten. Die großen Titanen kommen später vor, aber ich kann euch spoilern, die sind einfach groß und langsam. Also scheiße langweilig. Gut, aber eine Sache, die wenigstens vom Original geblieben ist, ist, dass die Level sehr linear sind und man wirklich nur von A nach B muss und das war's auch schon. Alles andere wurde vernichtet, okay? Ich meine, ein paar Komponenten sind da, die die alten Spiele halt praktisch auch hatten, aber es ist alles nicht richtig. Halt die Wumpas zum Beispiel, die existieren, aber die sind da, um Crashes Lebensbalken aufzufüllen. Was mich schon zum Kotzen bringt, um ehrlich zu sein. Was für Lebensbalken? Crash ist wie wir alle One-Hit. Der würde keinen Kopfschuss überleben, ich sag's euch. Aber to be honest, macht's echt Sinn. Für die Art von Gameplay, auch wenn's echt ungewohnt ist, ihn so zu sehen. Sonst sind die Kisten zu groß, es gibt keine TNT- oder Nitro-Kisten. Und Crash wird von seinem Dreher schwindelig. Ich glaube, ihr wisst nicht, auf wie vielen Ebenen das Kacke ist. Ich meine, man hätte das easy in der Combo einbauen können. Und allgemein ein wenig kreativer gestalten können, wie es in Skylanders zum Beispiel war. Da hatte Crash so fucking nice Moves. Er wirft so TNT-Kisten und alles ist eine Referenz zu schon bekannten Moves von ihm. Und der Dreher wurde eingebaut, ohne dass ihm fucking schwindelig wird. Das ist wie als wäre ein Smash so. Das ist super geil. Hier ist einfach nur Liebe reingeflossen. Die Macher von dem Game haben das wie ein weiteres Lizenzspiel behandelt. Und das ist echt schade. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zu der Zeit Crash ja schon ziemlich am Boden war. Und das wirklich wie so ein Gnadenstoß wirkt. Aber um fair zu bleiben, es hat einen Grund, warum man sich nicht ewig drehen kann. Das ist, damit man nicht so leicht Kombo-König in den Leveln wird. Und ja, ich sollte das mal erklären, oder? In den Leveln gibt es bestimmte Ziele, die man erfüllen kann, um am Ende ein besseres Rating zu bekommen. Es gibt drei Spio-Bots, Ion-Bots, ich weiß nicht, die man in den Leveln zerstören kann. Es hat eine bestimmte Anzahl an Gegnern, die man in dem Level killen muss. Und man kann eben Kombo-König werden, indem man eine bestimmte Anzahl an Schlägen in einer Kombo im Level macht. Also man rennt in einen Haufen Gegner rein und spammt Viereck, bis die Zahl hoch genug ist. Und ja, der Dreher ist deswegen nicht unendlich, weil es ja sonst super easy wäre, eine unendlich Kombo zu machen. Aber die hätten den Dreher einfach kurz machen können wie im Original, weil der in Titans so funktioniert, dass man den Stick drehen muss, damit sich Crash dreht und er steuert sich wie scheiße. Ich hasse es. Und es hilft nicht, dass der Angriff eigentlich gut wäre, wenn er auf einen Button gemappt wäre und nicht den Stick. Das kotzt mega an. Allgemein ist aber die Kampfsteuerung ganz okay. Die macht ihren Job ziemlich gut. Es gibt auch Kombos, die man freischalten kann, nur sind das nicht besonders viele und das meiste lässt sich mit Viereck lösen. Aber ja, als ich das gespielt habe, musste ich immer an Sonic Unleashed denken und wie krass es eigentlich die Probleme in der Werehog-Passage teilt. Nur ist der Unterschied, dass der Werehog super coole und interessante Kombos hat. Ich meine, die Animation ist immer flashy, man braucht gute Reflexe und man ist nicht das. Und Variation davon. Das Spiel wirkt einfach von der Präsentation her mega stumpf. Und das ist bei so einer Art von Spiel der Tod. Weil es nach drei Leveln super lame wird. Und ich meine, Titans macht es am Anfang echt gut. Aber ab dem dritten Level fängt es schon an. Episode 3. Die Reisen einer Null. Hey, das bin ich. Leute, das ist relatable. Leute, es ist relatable. Also, die Sache mit diesem Level ist, dass es sehr oft Stellen hat, bei denen man in der Arena ist und man Wellen an Gegnern besiegen muss. Und das die ganze Zeit. Es ist so fucking trash. Ich meine, da ist nicht die Komplexität von einem Dynasty Warriors drin, bei dem man es verschmerzen könnte, wenn konstant Gegnerwellen kommen. So. Das ist hier legit einfach nur Viereck drücken und weinen. Aber wenigstens mag ich die Progression von dem Level, weil man hier auf dem Weg zu einem Tempel ist. Also startet das Level in einem Dschungel und endet an diesem Tempel. Was an sich mega cool ist. Der Übergang ist einfach extrem gut gemacht, weil der Dschungel immer mehr von der Tempelästhetik eingenommen wird. Das ist nice. Und ich muss dem Spieler für Props geben. So. Und ihr habt sicher bisher gemerkt, dass ich so leuchtende Kugeln einsammle. Ja, das Zeug heißt Mojo und das ersetzt so ein bisschen die Wumpas. Aber man kriegt bei 100 kein Leben oder so. Man sammelt es ein und diese Kugel da füllt sich langsam auf. Und sobald die voll ist, lernt man eine neue Combo. Und das ist ein netter Weg, neue Moves zu lernen. Aber da wäre mir ehrlich gesagt ein normaler Skilltree lieber gewesen. Weil man jedes Mal, wenn man die Kugel füllt, einfach eine random Combo bekommt und nicht entscheiden kann, was man jetzt levelt. Denn zwischen den Combos
Videos erhöht sich auch die Drehzeit beim Dreher und auch das Leben. Und das hätte ich sehr gern selbst entschieden. Aber man kann das Argument machen, dass es so, wie es ist, besser gebalanced ist. Aber ich hätte lieber ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit und dementsprechend mehr Spaß. Eine Sache, die bei dem Spiel ein bisschen fehlt. Heyo! Und außerdem passt das Mojo gar nicht zu Crash. Halt, das ist fast so random wie diese Voodoo-Puppen, die man die ganze Zeit im Spiel kriegt. Die Sache, die ich bei Crash immer geliebt habe, ist, dass die Charakter und dass die ganze Spielereihe sehr stark mit Australien zu tun hat, weil die Wumperinseln im Grunde dort liegen und die ganzen mutierten Bosse und Gegner waren immer Tiere, die es auch in Australien gibt. Und mir war traurigerweise echt wichtig, dass sie in dem Spiel das beibehalten und die Welt erweitern, aber das Spiel scheißt komplett da drauf. Das merkt man vor allem an den Voodoo-Puppen. Die Collectibles sind so far removed von Crash. Es ist echt ein fucking Joke, Mann. Aber ja, das nächste Level spielt dann in dem Tempel selbst. In dem Level gibt's auch wieder so eine komische Arena-Passage, die wieder super lame ist. Nur hier habe ich es ums Verrecken nicht geschafft, mit dem Stechen dieses Kack-Ziel zu treffen. Halt, treff's doch einfach. Bitte. Hallo? Ich komme nicht klar, wie lang die Zunge ist, auf der wir gerade laufen. Finde nur ich das weird? Gut, aber neben diesem Pool, in dem Tony Hawk selbst fahren würde, passiert nicht absolut viel, über das ich reden kann, außer einer Sache. Hier wird zum ersten Mal Aku Aku richtig benutzt. Ich meine, man hat ihn immer zum Patschen benutzt, aber man kann ihn schon die ganze Zeit wie ein Skateboard fahren, indem man L1 drückt. Und in dem Level wird das erste Mal vom Spieler verlangt. Und es ist wirklich nice. Das Ganze fühlt sich wie dieses Slide-Passage aus To Insanity an, nur spielt es sich nicht wie Schrott und ich appreciate das. So eine Steuerung hinzukriegen ist übel schwer. Und wenn man bedenkt, was für Probleme dieses Spiel hat, ist es ein Wunder, dass sich das so gut spielt. Außerdem gibt die Passage einem eine gute Idee, wie das Spiel die restlichen Passagen gestalten wird. Was zur Hölle sollte die Scheiße jetzt? Nachdem wir also durch das hier gehen, kommen wir oben bei einem Tempel wieder raus. Auch wenn ich denke, dass das physikalisch unmöglich ist, aber hey, fuck it. Und hier sehen wir zum ersten Mal Cortex und diesen Dämon, der bisher auch auf jeder Barriere war. Und ja, ich denke, ihr wisst das schon längst. Das Spiel ist fucking 12 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass jemand hier gespoilert wird wegen Crash of the Titans, aber das soll einfach Uka Uka sein. Auf jeden Fall droppen die dann diesen Megatitan und man kämpft gegen Cortex. Und das kämpft ist übel fett in Anführungszeichen, weil man nie direkt gegen die Charaktere kämpft. Die stehen meistens nur dumm rum, während sich die Arena einfach mit Titans füllt. Als wäre das ein fucking Aquarium, okay? Die einzige Ausnahme ist Uka Uka, aber zu dem schlecht programmierten Haufen Scheiße kommen wir noch, okay? Erstmal müssen wir gegen dieses Viech kämpfen. Und ich persönlich mag das Design des Bosses. Es geht auf jeden Fall ziemlich ab. Aber der Kampf an sich ist der lameste Scheiß auf dem Planeten. Man muss sich praktisch wie in einem Bürojob hochpatschen. Warte. Heißt, man fängt bei dem normalen Titan an, geht zu einem größeren und mit dem größeren schlägt man dann den ganz großen und patscht den. Danach müssen wir 3 Säulen kaputt machen und der Fight ist instant vorbei. Und naja, neben der Sache, die hier am Anfang passiert ist, ich will mich ja schießen, ist der Fight echt okay, auch wenn er relativ kurz ist und man halt meistens wieder Viereck und manchmal X für die Superattacke drückt. Deswegen ist es nicht krass gut oder so, aber es gibt definitiv schlimmere. Uka Uka hat mich halt wirklich gebrochen, Leute. Nachdem wir also den Tempel entehrt haben, weil wir die Wände kaputt gemacht haben, kommt Cortex und sagt nur, dass er einen krassen Superroboter bauen will und er dafür halt Coco benutzen will. Und dann geht er einfach. Also müssen wir hinterher und Coco retten. Was mich aber vollkommen verwirrt hat, ist, dass Crash hier in der Cutscene einfach fucking italienisch klingt. Ich komme echt nicht klar drauf. Danach wird, by the way, auch Cortex von Nina hintergangen und die ist jetzt der Main Antagonist. Ach ja, der Tiger, der daneben dran steht, soll Tiny sein, by the way. Ja, der Tiny. Die haben straight up die falsche Tierart benutzt. Das ist wie, wenn Crash jetzt eine Ratte wäre oder so. Aber glaub mir, es wird schlimmer mit ihm. So viel schlimmer, okay? Auf jeden Fall kommen wir nach diesem Top 10 Anime Betrayal in dieses Übergangslevel. Man fängt hier im Dschungel an und es kommt so eine riesige Aku Aku Passage und während man da runter slidet, ändert sich einfach das Setting des Levels. Das ist ein wenig abrupt, aber ich liebe es trotzdem, wie fließend das eigentlich ist. Es hat an Stellen legit so Crash 4 Vibes. Die Level-Progression fühlt sich natürlich an und das ist echt nice. Aber das war auch so ziemlich das einzige Mal, bei dem es in diesem Spiel in der Form passiert. Alle anderen Level jump-cutten einfach in andere Gebiete. Aber ja, in dem Level kommt auch zum ersten Mal der Rhino-Roller vor und das finde ich ist so cool. Und ich mag es, vor allem, weil es nicht so scheiße langsam ist wie die anderen Titans. Das Ding kann, wie der Name schon sagt, rollen. Das ist super schnell und zerstört alles im Umfeld. Es ist super geil. Warum gibt es nicht mehr solcher Titans? Aber ja, sonst hat das Level nur noch ein paar Rutschpartien und eine davon macht man mit dem Rhino-Roller eigentlich. Aber ich wollte zuerst die Mojo-Herausforderungen machen, die man nur alleine machen kann. Also steige ich vom Titan runter, mache die Herausforderung und der Rhino-Roller ist einfach weg. Also habe ich das wie so eine Lusche mit Aku-Aku gemacht. Das wäre mit Rhino-Roller tausendmal besser gewesen. Just saying. Aber ich sollte, wenn ich schon dabei bin, mal die Mojo-Herausforderungen erklären. Das sind so Räume, die in jedem Level versteckt sind. Die geben einem eine Aufgabe und ein Zeitlimit. Wie zum Beispiel, kill alle Gegner, bevor die Zeit abläuft. Und an sich mag ich die echt. Die waren meistens immer der Spaß.
spaßigste Part des Levels, weil es an sich immer nette Aufgaben sind. Ich mag vor allem die Aufgaben, die sich um einen bestimmten Titan drehen. Da gab es zum Beispiel das mit dem Rhino-Roller. Das ist super engaging und hat echt Spaß gemacht. Mehr davon bitte. Aber das Problem mit diesen Räumen ist, dass die vollkommen egal sind. Man muss die nicht wirklich machen. Die geben ein wenig Mojo und eine extra Voodoo-Puppe. Und die Voodoo-Puppen sind nur für 100%, die ich am Anfang machen wollte. Aber über die ganzen 7 Stunden, die ich dafür gebraucht habe, habe ich immer mehr die Lust daran verloren, weil es echt egal ist. Man kriegt nichts Krasses oder so. Das ist wirklich nur, um anzugeben. Aber wer zum Fick gibt mit 100% in Titans an? Komm schon. Das nächste Level ist echt eine kleine Bitch, okay? Nicht nur ist diese Anfangspassage der nervigste Müll auf dem Planeten, weil man diese riesige Klimaanlage kaputt machen muss und ich will gar nicht erst drüber nachdenken, warum das hier ist, okay? Das einzig Wichtige ist, dass man das Ganze hier kaputt machen muss und das geht nur, indem man die Ziele zerstört. Und ratet mal, was hier nicht bis zur 5. Welle an Gegnern spawnt. Der Stecht. Das heißt, kann den Shit hier nicht kaputt machen und muss Welle an Welle von Gegnern mit Viereck plätten, bis ich die Chance habe, mein Ziel aus dem Weg zu räumen. Das macht doch in keiner Welt Spaß. Und das Beste ist, ab dem Level zeigt sich ein bestimmtes Pattern im Leveldesign. Es gibt Areas, in denen gekämpft wird und leichte Plattformpassagen, die das Ganze connecten. Manchmal machen die Entwickler aber nicht mal das. Oh, man hat einfach nur einen super langweiligen Weg in die nächste Area. Ja, das ist nicht irgendwie einschläfernd oder so. Dafür kommt hier das erste Mal dieses Elefantenviech vor, das einen halt in den Tod dann lockt, okay? Das Ding ist so unfair. Halt 2 Schläge und das war's. Man kann dagegen nichts machen. Und es hilft auch nicht, dass ich in dem Level Game Over gegangen bin. Weil in dem Spiel heißt das, dass ich das ganze Level nochmal spielen muss. Merkt euch das. Das wird gegen Ende echt schrecklich. Auf jeden Fall muss ich das Viech patschen und dann super langsam irgendwo hinkriechen. Nee, ist okay. Ich hab's nicht eilig oder so. Verstehe nicht, was dann sowas Spaß machen soll. Man ist super langsam unterwegs und nichts ist eine Challenge, weil man alles one-hittet. Ich meine, das spricht auf jeden Fall kleinere Kinder an. Die lieben sowas. Warum auch immer. Aber selbst mit 13 fand ich das scheiße lame. Vor allem, wenn halt alle anderen Teile bisher viel schneller waren. Sogar Zorn des Cortex, Alter. Wie kann man denn langsamer sein als das? Holy shit, Mann. Aber wenigstens endet das Level mit so einer Slide-Passage, die ganz lustig ist. Aber nachdem ich das Level im Grunde 2-mal machen durfte, wegen dem Game Over, war nicht mal das irgendwie enjoyable. Und es wird noch schlimmer, Leute. Episode 7. Clownsturm. Na ehrlich, was soll der Zoom hier? Verstehe nicht, warum das am Anfang da war. Das Level hier ist so weird, Mann. Also erstmal sind wir halt straight up in einem Vulkan, okay? Hier wird wenigstens ein neuer Titan vorgestellt und mit dem kann man durch Lava laufen. Aber sonst ist das Level eigentlich ziemlich ähnlich zu den anderen Leveln. Jedenfalls gibt es nach der ganzen Kacke hier eine Konfrontation mit Tiny, der, wie schon erwähnt, ein richtiger Tiger jetzt ist. Hey, kurze Frage an Radical Entertainment. Falls ihr es schaut, weißt du, like, abonniert, kommentiert, ganz klar. Ihr wisst schon, dass Tiny ein tasmanischer Tiger sein soll und kein fucking Bengal-Tiger. Ich komme wirklich nicht damit klar, dass Tiny hier ein richtiger Tiger ist. Ich meine, das Design ist nicht schlecht eigentlich, obwohl das Original viel besser ist. Ich glaube, die haben einfach nicht gecheckt, dass es verschiedene Arten von Tiger gibt. Und ja, tasmanische Tiger werden auch Beutelwölfe genannt. Aber die sind super weit weg von normalen Tigern. Wisst ihr, so, das ist strange. Dieses Entwicklerstudio hat echt einen Fuck in diesem Aspekt gegeben. Und klar, das ist für viele nur eine Kleinigkeit. Ich höre schon die Leute tippen, die beschreiben mich, soll nicht rumheulen. Aber ich liebe es, wenn die schon etablierte Welt einer Spielereihe gewürdigt wird. Von den Sequels, oder? Weil man dann merkt, dass die Entwickler die Spielerei auch wirklich respektieren. Crash 4 oder City R Remake sind da die besten Beispiele. In Crash 4 sind super viele Referenzen zu den alten Crash-Spielen drin. Und an Stellen ist sogar das Gameplay eine Hommage an die alten Teile. Und bei City R ist fast jeder Charakter, der je existiert hat, ein Fahrer in dem Game geworden. Die fucking Checkpoint-Kiste ist da sogar ein Fahrer. Die Checkpoint-Kiste! Und das zeigt, dass die Leute nicht drauf geschissen haben, sondern einen ein geiles Erlebnis geben wollten. Aber so Fehler wie bei Tiny, der weder sein Charakter noch seine fucking Tierart behalten hat, wirkt einfach, als hätten die so hart auf dieses Spiel geschissen. Auch die ganze Voodoo-Sache ist nicht Teil der Welt. Klar, Aku Aku ist der Geist von dem Medizinmann, aber der ganze Aborigine-Stamm in Australien hat nie mit Voodoo-Puppen gearbeitet. Die haben Leute verflucht, aber nicht mit Voodoo. Es ist komplett falsch. Und man merkt, dass die Entwickler hier wirklich keinen Bock hatten auf das Spiel. Ey, ich rede über die Lore von Crash Bandicoot, Bruder, what the fuck. Aber ja, Tiny, er ist jetzt ein Boss. Oder besser gesagt, er steht rum, während ich nur Titans patsche. Weil jeder fucking Boss dieselbe Scheiße in diesem fucking Spiel ist. Nachdem wir also Tiny besiegt haben, sagt er uns, dass Coco von Nina zu einer Fabrik an dem Strand gebracht wurde. Und dann hört die Episode einfach auf. Und danach sind wir in der nächsten Episode direkt am Strand. Was echt sad ist, weil, wie schon gesagt, die erste Transition war nice. Ich hätte hier echt gern mal gesehen, wie zum Fix sie aus dem 7. Höllenkreis wieder rauskommen, okay? Aber ja, sobald das Strandlevel anfängt, passiert übrigens das. Ich meine, coole Referenz, Bro. Aber was zum Fick soll das? Das ist einfach echt schlecht eingebaut irgendwie. Ich meine,
Ihr wollt eure Planet-der-Affen-Referenz? Okay, cool. Weißt, macht ruhig. Ich bin nicht aktiv am Haten hier. Aber dann baut das doch irgendwie besser ein als das. Das Level hätte doch so anfangen können. Crash betritt den Strand, sieht die Statue, ist funny, funny Referenz und dann fängt das Level an. Und das ist mir nur in 5 Minuten gerade eingefallen. Ihr könnt den Shit doch besser machen. Halt mir Hilfe. Junge, die geben dem Viech echt keine Pause, oder? Der Furz kam, by the way, von einem komplett neuen Titan, der hier introduced wird. Der ist einfach Stink. Halt was zum Fick. Der ist basically wirklich nur ein Reskin vom Stecht. Nur, dass er mit seinen Federn schießt, schießt er mit seinen Fürzen. Die Jokes schreiben sich wirklich von allein. Holy shit. Neben dem neuen Titan gibt's aber nichts Neues im Level. Man kämpft gegen Viecher und man langweilt sich halt. Ach ja, und manchmal explodiert random der Kopf von einem, der Handlanger. Kein Plan, warum das passiert ist. Das Nice an den nächsten Leveln ist, dass alles wieder mega gut ineinander reingeht. Man fängt an dem Strand an und landet irgendwann in der Kanalisation. Und von dort kommen wir zur Fabrik von Engine. Aber ich wünschte nur, dass der Weg dahin halt nicht der langweiligste Shit ist. Ich meine, diese Affenkopfinsel sieht cool aus, bis man darin dann den 3000. Fucking Arena-Kampf hat. Und ab hier habt ihr die Struktur des ganzen Games raus. Es ist immer das fucking Gleiche. Man hat eine kleine Plattformpassage, die legit das Hauptgameplay sein sollte, weil es echt gut ist. Ein Arena-Kampf, der viel zu lange geht. Und ab und zu ein paar Surfboard-Passagen. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Aber dafür kommt in der Kanalisation wenigstens mal ein interessanter Titan vor. Dieser Schleimklops, der ist voll die Bitch, wenn es darum geht, ihn zu betäuben. Halt, der hat mich echt so oft umgelegt. Und ich dachte dauernd, ich mache irgendwas falsch. Aber nach der Kanalisation gibt es noch eine kleine Plattformpassage, die an sich wieder echt cool war. Auch wenn es wie ein Reskin vom Strand aussieht. Und ich in eine Bombe gesprungen bin, wie so ein Dulli. Aber wir sind endlich zu dieser riesigen Engine-Statue gekommen. Also nach dieser riesigen Engine-Statue kommt die gefühlt längste Arena-Passage, die bisher im Spiel war. Man muss praktisch einen Scorparilla patchen und mit ihm dann Wellen von Gegnern wegballern. Also praktisch das, was wir schon seit locker 3 Stunden am laufenden Band machen. Mir fallen gerade keine neuen Worte ein, um langweilig zu beschreiben. Hier bin ich auch ein paar Mal verreckt und ja, können wir mal über diesen Game-Over-Sound reden? Wer ist dieser Mann? Und warum lacht er mich aus? Gut, aber wenn wir diesen Shit hier geschafft haben, geht Engines Arsch auf und wir müssen da reinlaufen. Mit einem riesen Scorparilla. Ich meine, heiß, aber warum? Und wenn das schon nicht schlimm genug ist, wir sind jetzt in der fucking Maschinerie von Engine und die Level hier sind ja mal so Schwanz, okay? Das nächste Level zum Beispiel ist ein fucking Albtraum. Hier hört Engine nicht auf zu reden, halt er labert so viel Scheiße, es hat mich schon aggressiv gemacht. Und ich verstehe legit nicht, warum er so viele Voicelines hintereinander droppt. Einer davon Crash Bandicoot ist, verursacht die unaussprechlichen Horror und schmerzenden Spitzestücke, Schraubenschlüssel und schreckliche Geräte, die wir... Das nimmt komplett den Impact aus dem daraus resultierenden Bossfight. Ich meine, Kinder sind halt von allem entertained, oder? Und da kann ich verstehen, dass ein 6-Jähriger sich vor dem Fernseher setzt und immer, wenn Engine redet, halt mal einen fetten Poggers raushaut. Aber ich fand das schon damals nervig, weil der einfach nicht die fucking Fresse hält. Crash 4 macht sowas ja auch. Halt, dass die Bösewichte in einem Level reden. Aber da wurde das nicht so fett rausgespammt wie hier. Das war halt dann einfach ein Teaser zum Fight. Und das hat halt Bock auf den Fight gemacht. Hier will ich mich erhängen. Und es ist nicht so, dass random Humor nicht funktionieren kann. Aber es braucht halt einen Charakter, von dem man sowas erwartet. Und es sollte halt einen Point haben. Wenn halt Engine über Cyborg sucht den Superstar redet, ist das halt schon maximal peinlich. Weil es einfach nur random in den Raum geworfen wird. Wenn aber Crash Aku Aku sagt, dass er keine Beine hat, obwohl Aku Aku ihm gerade etwas Wichtiges erzählt, sorgt das für eine Punchline. Und das funktioniert. Ich meine, das Spiel hat es richtig gemacht. Und 10 Level später kommt diese Scheiße. Gut, aber hier kommt zum ersten Mal der Ratzapfen vor. Das ist das Covermonster vom Game. Und ich mag den wirklich. Sein Design ist halt Bombe. Vor allem habe ich so einen mit weißen Streifen bekommen und der ist halt nice, okay? Auch sein Gebiet ist ganz cool. Und ja, das habe ich ins Skript geschrieben. Auch wenn ich sagen muss, dass das echt ziemlich kurz ist und eigentlich nur ein gerader Weg ist. Aber ich mag, dass das Eis überall ist, aber... ja, das geht nicht lang. Und direkt danach kommt so ein scheiß Bürokomplex, dass ich ums Verrecken nicht blicke. Praktisch sind das so kleine Räume, die über Metalltüren miteinander verbunden sind. Und immer wenn man alle Gegner besiegt hat, geht so eine Metalltür auf und dann macht man dasselbe wieder. Und aus irgendeinem Grund habe ich einen Rhino-Roller bekommen. Ihr wisst schon, der Titan, der eine Kugel werden kann und super schnell werden kann. Wie soll man den denn hier verwenden? Das ist doch das einzig Coole an dem, wenn man den in einer offenen Fläche benutzt. Es hilft doch nicht, dass am Ende ein kleiner Aufzug ist. Da passe ich doch niemals rein... wie bin ich mit dem Rhino-Roller in diesen kleinen Kackaufzug gekommen? Gut, aber nach einer weiteren Jump-and-Run-Passage, in der Raketen einfach ins Nichts abgeschossen werden, ist das Level endlich vorbei. Aber keine Sorge, es wird sogar noch schlimmer. Das war für mich so der erste Punkt im Spiel, in dem ich hängen geblieben bin,
weil es so unfair war. Und ich habe ja so hart geraged, Mann. Also, man muss hier praktisch Gegner killen und so ein bisschen plattformen. Wie immer halt. Aber dann kommt so eine Passage mit so einem Haufen Plattformen, die erst runterkommen, wenn man alle Gegner auf der vorherigen Plattform gekillt hat. Und das zu machen, suckt so fett Balls, weil da meistens einfach zwei Radzapfen sind und während man versucht, einen zu killen, kommt der andere um die Ecke und knallt einen so fett durch, okay? Und jetzt denkt euch sicher, yo, nimm doch einfach so ein Stinktier-Dude, die haben ja Fernkampf und ja, das klingt gut, aber jetzt kommt's, die Projektile hitten nichts auf den anderen Plattformen. Es war purer Schmerz, okay? Und das Beste ist, wenn man den Müll hingekriegt hat, gibt's am Ende nochmal so einen Kampfpart, bei dem wieder 10 Millionen fucking Radzapfen spawnen und wenn man hier Game Over geht, darf man den ganzen Zahnrad-Shit nochmal machen. Ich sieche. Vor allem wusste ich nicht, dass man diese Teile da kaputt machen muss, weil nur fucking Radzapfen spawnen und sonst immer, wenn das Spiel sowas von einem erwartet, spawnt noch ein Fernkampfviech, um zu sagen, yo, mach das kaputt, hier halt nicht. Also kam Dan the Man, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, Twitch-Zuschauer, Legende. Und er hat mir halt gesagt, wie ich das machen soll. Halt meine Fresse, dieses Level. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass noch so viel schlechtere Level auf uns zukommen. Glaub mir, die Reise ist nicht vorbei. Es geht immer weiter. Das nächste Level ist halt echt weird. Praktisch ist da dieser Part mit drei Türen. Und sobald man alle Titans besiegt hat, geht's direkt in die erste Tür. Und dann muss man so ein bisschen plattformen, dies, das. Und dann kommt man wieder zu dem ersten Raum. Und man kann in die andere Tür rein. Und das wiederholt man ein paar Mal, bis man zum Boss von der Stage kommt. Und ich will nur mal erwähnen, wie absolut beschissen der Kampfspace ist. Da sind so vier Radzapfen, die einen in einer Einzimmerwohnung gangrapen. Es ist echt Trash. Genauso wie der Bossfight. Denn es ist kein Bossfight. Man macht diese zwei Scheiben kaputt und dann noch eine über der Tür und killt danach alle Gegner im Raum. Das war's. Bei mir ist es sogar noch viel leichter gewesen, weil ich die Scheiben kaputt gemacht habe und dann verreckt bin, weil diese Schleim-Titans so ein Haufen Dreck sind und dann war der Boss einfach down. Und wisst ihr, ich beschwere mich nicht. Je schneller der Kack vorbei ist, desto besser. Also, nachdem wir den Engine-Bossfight geschafft haben, halt das Bossfight zu nennen ist eine Beleidigung für jeden Boss in der Videospielgeschichte, sagt uns Engine so... Bruh, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was er da wirklich sagt. Das juckt mich auch gar nicht. Er will, dass wir zu Uka Uka gehen und ihn knallen, I guess. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, Mann. Ey, Alter, mein Hirn schmilzt. Auf jeden Fall sind wir jetzt in so einem richtig coolen Gebiet. Also visuell ist das echt sexy. Halt dieser riesige Baum, der so eine Kette um sich rum hat, das sieht super geil aus. Und das Plattforming ist hier genauso Banger. Es ist echt cool. Man wechselt immer zwischen dem Sliden mit Aku Aku und normalen Plattforming. Und das Beste ist, es sind kaum Fights dabei, die man machen muss. Wieso ist nicht das ganze Spiel so? Es ist sad, dass dieses Spiel so fucking lieblos ist. Weil es manche Parts gibt, die echt einen guten Ansatz haben. Dieser Shot von dem Baum ist so schön für ein PS2-Spiel. Ich meine, ich will den Shit hier erkunden. Leider gibt's hier nichts zu erkunden, aber ich hätte echt Bock drauf. Später im Level kommen dann auch noch so ein paar Fights, aber das ist echt manageable und das zerstört das Level nicht für mich. Hier kommt dann auch einer der neuen Titans zum Einsatz. Das ist so eine Fledermaus und die ist ganz nett. Gehört nicht zu den besten Titans im Game, aber es ist ein cooles Design. Ich würde smashen, wisst ihr? Aber hier ist mir eine Sache ein wenig klar geworden und zwar, dass dieses Game so gut als Collectathon funktioniert hätte. So eine kleine Welt, die man erkunden kann und die Titans nutzen muss, um kleine Aufgaben zu machen, das wäre so sick. Aber dann kam halt Radical Entertainment und dachte sich nur so, boah, Hack-and-Slash-Spiele sind gerade beliebt, lass das machen. Aber vergessen dabei die Vielfalt des Movements, den Charme und vor allem den Spaß. Komplett. Es ist schon echt funny. Ab hier hatte ich, by the way, ein Kostüm an und ja, darüber kann man auch kurz reden. Das Spiel hat so einen Haufen Kostüme, die man kriegt, wenn man Titans patcht und Handlanger besiegt. Wenn man also 100 Radzapfen patcht, kriegt man das Kostüm von denen. Und dann kann man die Titans mit einem Schlag patchen, wenn man das Kostüm anhat. Das kann legit extrem hilfreich sein. Vor allem in den letzten Leveln des Spiels. Glaubt mir, es wird noch echt schwer. Aber sonst gibt es nicht mehr viel Krasses über dieses Gebiet zu sagen. Es wechselt sich immer zwischen den drei Spielstilen ab, die das Spiel halt hat. Und es ist eigentlich wirklich cool so. Halt, man wird nicht konstant zugeballert und kämpfen und alles ist ein bisschen gebalanced. Nur schade, dass das so das vorletzte Gebiet ist. Und natürlich gibt es auch noch Bullshit, so ist es nicht. Weil die Kampfpassagen hier genauso trash sind wie immer. Ich mochte zum Beispiel den Part, in dem ich von 5 Schleimhaufen gegangraped wurde. Weil das Spiel keinen Plan vom Pacing hat. Oder da, wo ich nur genervt wurde, weil die Titans konstant blocken. Aber das Spiel nie was damit macht. Die blocken halt, weil die es können. Also hängt man rum und lässt Dreieck gedrückt, um den Schlag aufzuladen, weil die anderen Attacken nutzlos sind. Und in der Zeit bangt dich der Titan halt in den Arsch. Was soll das? Das Spiel will hier ganz klar, dass man ausweicht und dann das richtige Opening findet, um den anzugreifen. Und ich würde das ja machen, halt liebend gern. Fucking Dark Souls Veteran hier, ich mag sowas. Aber das Spiel spielt sich so träge und eklig, wenn es ums Kämpfen geht, dass ich gar keinen Bock hab drauf. Und Leute scheißen immer noch den Werehog an. Ich werde auf diesem Hügel sterben. Sie sagen, der Werehog wäre langsam und träge. Bruder, das und Sonic Unleashed sind Welten, okay? Sonic Unleashed hat den Shit richtig gemacht, Mann. Halt, fuck!
Warte, warum sind da riesen Socken? In dem Haus ist eins der miserabelsten Kacklevel im gesamten Spiel, okay? Es ist an sich eine sehr kurze Plattformpassage, die so fucking langsam ist, weil es hauptsächlich auf bewegenden Plattformen ist und man super oft einfach warten muss. Aber danach kommt ein Bossfight mit Uka Uka, der ein riesiger Baum ist. Und der Bossfight ist so ein dreckiger Haufen Scheiße. Man muss sich hier praktisch wieder hochpatschen, wie beim Tentakelviech am Anfang. Und dann drei Generatoren zerstören. Das ist sehr ähnlich zu einem ersten Bossfight im Game, aber in Kacke. Weil man hier nach einem Generator direkt die Kontrolle über Uka Uka verliert. Also muss man ihn dreimal patchen. Und die Titans, die man dafür bekommt, sind die Fledermäuse und diese fucking Elektro-Titans, die so useless sind, okay? Und die Fledermäuse sind ganz okay. Die können auch ganz okay einen Schaden machen, vor allem mit den Super-Attacke. Aber die Aufladezeit für die Attacke dauert ewig und überall sind kleine Mini-Gegner neben Uka Uka, die mich mal so fett können, okay? Halt normale Gegner in Boss-Arenen funktionieren nie. Das hat nicht in Dark Souls funktioniert oder in Resi 3 oder in Donald Duck Quack Attack. Und bei dem auf Wish bestellten Groot schon gar nicht. Okay? Und dann wird man von den 100 Feinden, die da rumfleuchen, erwischt und hat instant keine Chance. Und neben dem ganzen Kack ballert Uka Uka einen die ganze Zeit mit einem scheiß Laser zu und stunlockt einen zu Tode. Heißt, wenn man da einmal reinkommt, kann man direkt von neu anfangen. Und sobald man alle Leben verbraucht hat, geht man erstmal Game Over und muss das ganze Level nochmal machen. Und naja, das hat mich wütend gemacht. Und nachdem ich den Controller straight up querschnittsgelähmt habe, wenn ich halt nicht gestunlockt werde! Fucking garbage! Habe ich den Boss wenigstens geschafft. Und es hat sich nicht mal gut angefühlt, den zu schaffen, okay? Ich war danach einfach fertig mit meinem scheiß Leben. Aber hey, wenigstens weiß ich jetzt, wem diese fucking Socken gehören. Na gut, aber nach dem Kackboss geht's endlich zu Cortexes oder eher Ninas Versteck. Und das sind die letzten Level des Spiels. Und gleichzeitig auch noch super nervige Level, okay? Also, die Downward Spiral geht weiter. Es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer. Nichts ist toll im Leben. Das erste dieser Level ist noch echt okay. Es ist halt einfach die typische Titans-Formel. Man rennt in dem Level von A nach B und kämpft gegen die ganzen Titans. Das Einzige, was man hier noch erwähnen kann, ist, dass Crashes Arme hier komplett gestorben sind. Zweimal. Aber ja, ich mag auch das Design von dem Level. Es sieht wirklich so aus, als wäre das Cortex das Versteck. Er steht vor auf dieses rustikale Zeug und ich finde, das Versteck ist sehr charaktergetreu. Das hat mich übel überrascht, weil die Entwickler ja richtig fetten Fick drauf geben. Also hey, wenigstens was Positives. Hey, ich habe immer ein bisschen was Positives zu sagen. Weißt, ist okay. Es ist Nehmen und Geben. Gut. Ich weiß, das Einzige, was ich in meine Notizen zu dem Level geschrieben habe, ist, das Level ist kacke. Mehr nicht. Und ja, ich hasse dieses Level. Erstmal heißt das Level Minority Report und das ist halt eine Referenz zu dem Film Minority Report. Und das ist einfach der Filmtitel. Es referenziert legit gar nichts. Und das macht das Spiel dauernd. Die denken, die hätten Comedy einfach durchgespielt mit den Titeln. Die sind so lame, Alter. Aber es wird noch schlimmer. Wie oft sage ich eigentlich, dass es viel schlimmer wird? Ich meine, es wird wirklich immer schlimmer so. Auch wenn Uka Uka wirklich schon ein bisschen Low Point war und danach ist die Sache so wieder ein bisschen hochgegangen. Aber jetzt geht's wieder kontinuierlich nach unten. Halt, es ist dieses Spiel. Junge, es bricht mich. In dem Level ist es irgendwie die ganze Zeit so gewesen, dass man von allen Seiten angegriffen wird und dabei einfach gestunlockt wird. Das passiert kaum in dem Game. Außer bei einem absoluten Scheißboss, aber darüber brauchen wir nicht mehr reden. Sonst ist es keine Sache. Aber hier sind einfach zwei fucking Stromechsen. Eine offscreen und die andere vor einem. Und ich kann die offscreen nicht killen, weil ich die nicht sehe. Also werde ich hier in den Arsch gefickt und jetzt ratet mal, wo ich spawne. Direkt auf der Plattform. Es ist so schrecklich, Mann. Man spawnt und kriegt direkt aufs Maul. Sonst hat das Level auch einfach Passagen, die komisch designt sind. Heißt, ich patsche so ein Schleimviech, was an sich so das Schwerste überhaupt ist aus irgendeinem Grund. Und dann landet der Titan wegen der Patch-Animation in der Lava und geht direkt drauf. Halt, what the fuck? Aber wenigstens gibt es am Ende eine Passage, bei der man die Gegner einfach in den Tod laufen lassen kann. Und das fühle ich. An sich hat mich das Level hier neben dem Uka Uka Fight am meisten frustriert. Aber wenigstens sind wir jetzt beim allerletzten Level. Episode 20. Rache ist Blutwurst 2. Jetzt wird zurückgerecht. Was ist das für ein beschissener Name für ein Kapitel? Okay, das Level fängt wie das alte Donkey Kong an. Und das war auch mit Absicht. Das soll wieder so eine Referenz sein. Ich meine, scheiß drauf, ob sich das Level gut spielt. Wir müssen Donkey Kong referenzieren, weil Affen. Nach der Donkey Kong Passage können wir aber den Scorporilla direkt patchen, weil ich das Kostüm für das Viech hatte, was halt der geilste Scheiß ist. Und ohne Dan the Man, ihr kennt ihn, ich hör auf damit, hätte ich das nie equipped. Durch ihn wurde ich nicht so sehr in den Popo gebumst. Und es freut mich. Auf jeden Fall müssen wir ganz langsam, und ich betone, ganz langsam mit dem Scorporilla durch das Level laufen, bis wir in den Roboter reingehen und in die Final Boss Arena kommen. Crash, raus aus meinem Roboter! Das ist mein Körper und mein Recht zu entscheiden! Ich meine, ja, aber was daran ist der Joke? Ich find's auch toll, wie Coco danach mit so einer dummen Scheiße kommt. Und dann gibt's Pfannkuchen mit Kirschsoße! Weißt, Nina steppt up, sagt,
yo, hier ein wenig Gesellschaftskritik. Und Coco so, ich koche Essen für Crash, ja. Auf jeden Fall ist das Design des Endbosses echt cool. Nur der Fight ist praktisch ein zweiter Uka-Uka. Aber ohne das Bedürfnis zu suizidieren, also alles cool. Ich habe den wenigstens schneller geschafft, auch wenn er mich trotzdem angepisst hat. Und zwar müssen wir die drei Zahnräder zerstören, die in der Arena sind. Und man muss den Endboss patchen, um die zu zerstören. Ihr wisst genau, was ich meine. Das ist der gleiche fucking Fight. Nur das Viech hat auch noch so eine eklige Superattacke, mit der es zu einer Spinne wird und so einen fucking Laser schießt. Dieses Spiel hat was mit super OP'en Lasern, okay? Ich weiß nicht was, aber Junge. Aber man kann es wenigstens mit einem Scorparilla blocken und so keinen Schaden bekommen. Aber man wird nach hinten geworfen. Also kann es sein, dass man nicht schnell genug zum Endboss kommt, weil alles in dem Spiel viel zu langsam ist. Und dann verfehlt man ihn und kann ihn nicht hitten. Und dann kriegt man Fett aufs Maul. Es ist halt leider auch wieder so, dass man voll zugespammt wird mit Gegnern. Und die alle machen gleichzeitig ihre Superattacke und man geht halt instant drauf so. Ich hatte schon Angst, wieder Game Over zu gehen bei dem Fight. Aber es ging noch. Eine Sache, die mich hart gestört hat, ist, dass man dem Boss wirklich nur mit dem Scorparilla guten Schaden machen kann. Und das Level ist so aufgebaut, dass es zuerst nur die Fledermausviecher hat. Und sobald man einen davon patcht, kommen die Scorparillas erst. Und das nervt. Auch wenn ich verstehe, warum es so ist, weil die halt Gegner-Spam vermeiden wollten. Aber am Ende sind die eh alle in der Arena. Also was ist der fucking Point, Mann? Auf jeden Fall habe ich mich echt viel aufgeregt, aber dafür den Endboss hingekriegt. Und ich will dieses Spiel nie wieder spielen. In der Endcutscene wurde Nina besiegt und Coco hält den Roboter auf, indem sie das lila Dings da vom Anfang einfach reinsteckt. Das ist einfach eine Öffnung dafür. Okay. Naja, das stoppt den Roboter. Cortex nennt Nina dann nochmal ein Missstück und dann ist das Spiel vorbei. Gott sei Dank. Das war Crash of the Titans. Ich hatte Spaß mit dem Spiel. Für die ersten 5 Level. Danach merkt man erst, was für ein beschissenes, verkacktes Lizenzspiel das eigentlich ist. Halt sogar ab durch die Hecke waren Stellen besser als das. Und auch wenn die Steuerung echt gut ist, wurde hier so wenig Liebe reingesteckt. Macher hatten ganz klar nie was mit Crash zu tun und wollten hier auch nicht ein gutes Spiel machen oder so. Das war ein Paycheck. Und man merkt es leider, und das ist echt sad, dass das der Anfang vom Ende von Crash war. Das und Herrscher Mutanten waren Spiele, die wir am Ende bis zur Insane Trilogy als letzte Ableger der Reihe hatten. Das ist echt fucking sad, okay? Und ganz ehrlich, wenn ihr diesen Kack hier immer noch in meinen Kommentaren verteidigt, und ich rede nicht von, ja, das Spiel ist eigentlich nicht so gut, aber ich mag es halt trotzdem, sondern straight up sagen, dass das gut ist oder auch der beste Teil der Reihe, okay? Dann kann ich euch legit nicht mehr helfen. Ich habe euch jetzt meine ganzen Gründe genannt, warum das für mich nicht so ist, okay? Deswegen, ja, ich bin fertig. Okay, cool. Ich habe die Schublade aufgelassen. Ihr seht es gar nicht. Ich habe die Schublade aufgelassen. Gut, dass man das nicht gesehen hat, oder? Krass. Gut, aber jetzt, da ich jetzt Kanalmitglieder habe, werde ich euch alle vorlesen. Okay, okay. Ich würde auf jeden Fall Metalizer danken. Irgend so ein random TikTok. Cypher? Cypher? C4? Ey, das wird eine ganze Sache, wo ich einfach nur eure Namen kaputt mache, okay? Am Ende fühlt es sich gar nicht wie eine Reward an. Ich habe gar keine Mitglieder mehr. Monte und Sebo, a.k.a. Zapman. Danke auf jeden Fall, an, dass ihr Mitglieder seid, schon seit Monaten an Stellen, obwohl ich gar keine Videos gemacht habe. Ehrlich, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke an alle, die bis hierhin geschaut haben und danke nochmal an RetroPlays für Sponsoring, okay? Ihr helft mir durch eine schwere Zeit. Danke und man sieht sich, Leute. Ich hab keinen Bock auf Nancard-Meme, sorry.